Frieda, raus mit der Sprache. Wen heiratest du? Ja, genau. Wer ist es? Erstmal essen, dann verraten. Ah, ich bin so gespannt. Einen kleinen Hinweis könntest du. Ich glaube, sie weiß es selbst noch nicht. Genau. Esst auf, du, dann sagt sie es endlich. Ich glaube, sich last minute irgendeinen von der Straße. Die brave indische Tochter. Ja. Mami? Such mir einen Mann aus. Den meisten Inderinnen geht's so, stimmt. Wir haben nichts zu sagen. Die Eltern verheiraten sie einfach. Jetzt doch nicht mehr. Echt? Was ist mit dir? Du konntest nicht arbeiten, weil du verheiratet wurdest. Du hattest doch keine Wahl, die haben dich gezwungen. Das stimmt gar nicht, so ist es nicht gewesen. Leute, ich habe die Wahl gehabt. Wenn ich Ravi sagen würde, dass ich meine eigene Praxis als Ernährungswissenschaftlerin aufmachen will, wäre er damit bestimmt sofort einverstanden. Und den Haushalt? Das macht er doch nicht. Die Frau macht den Haushalt, so sieht's doch aus. Denkst du, meine Ehe ist leicht? Das ist gar nicht leicht. Jeder Tag ist ein Kampf. Wir streiten über Selbstverständlichkeiten. Wer nimmt Maya? Wer kümmert sich um sie nach der Schule? Als wäre es sonnenklar, dass die Frau das machen muss. Das ist ein uraltes Rollenbild. Das ist von uns allen erwartet. Ich kann nicht kochen, also kann ich auch nicht heiraten. Das ist so ein typischer Spruch von meiner Oma gewesen. Du. Du hast Lakshmi. Wen hat man denn gesagt? Lass uns Spaß haben. Eben genau. Ich heirate doch bald. Schluss mit diesen ernsten Sachen. Das zieht sie doch völlig runter. Ist ein Wunder, dass sie überhaupt heiratet. Wer hätte gedacht, dass sie jemand nimmt? Oh, Scheiße. Ich weiß nicht. Liebe Madhurita, leider müssen wir dir mitteilen, dass dein Album Syndergie nicht das ist, wonach unser Label gerade sucht. Matt? Ich wollte dir was zeigen. Okay, das ist ein richtig alter Konkani-Song. Den hat mein Papa mir immer vorgespielt. Er ist echt traurig. Es geht um eine Frau. Sie erinnert sich daran, wie sie ein kleines Mädchen war. Sie war noch in der Schule und den einen Jungen hat sie so richtig gemocht. Der hat sich auch in sie verliebt. Und hat versprochen, dass sie später heiraten werden. Und dann eines Tages hat er sich aber dagegen entschieden, weil sie aus einer anderen Kaste war. Und das hat ihr Herz gebrochen. Und sie ist trotzdem zu seiner Hochzeit gegangen, um zu sehen, wie er eine andere heiratet. Und dann, schließlich am Ende des Lieds, sagt sie. Sie sagt, das ist okay, weil nach dem Tod sind wir sowieso Teil derselben Erde. Und wir sind wieder vereint. Das ist scheiße. Ja, ich weiß. Aber es ist komisch. Wenn ich das Lied höre, fühle ich mich irgendwie glücklich. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht, weil es mich an meinen Vater erinnert. Komm schon. Hast du nicht Lust zu tanzen? Woo! Ich sehe nur mit Idioten zu tun! Tricksen Sari? Oh komm schon, Ravi gefällt das, also wieso nicht? Er ist sehr virtuos auf der Gitarre und auch auf mir. Mehr Sex! Glaubst du, ich besetze dich hier, weil du so ein Talent hast? So hast du mich denn besetzt, wegen dem! Wenn in der Welt das Böse überwiegt, kehrt Durga in ihrer grimmigsten und fürchterlichsten Form zurück. Und das ist Kali. Und alles Böse wird von ihr zerstört. Ja.